Es gibt nicht den einen einzigen Trend. Mode ist demokratisch. Was ganz wichtig ist, der Vintage-Look verabschiedet sich ein bisschen. Es geht mehr in eine cleanere, puristische Richtung. Die Schuhe werden wieder feiner, was die Damen freuen wird, auch wieder spitzer. Es kommt eine gewisse Ruhe ins Farbbild. Wir werden sehr, sehr viele Schwarz-Weiß-Themen sehen. Auch pures Weiß erobert die Laufstege. Dazu kombiniert sehr, sehr gerne auch Metallics. Metallics, die sich zum Beispiel auch im Taschenbereich widerspiegeln. Taschen werden insgesamt etwas kleinformatiger. Es ist nicht mehr der große XXL-Beutel. Taschen haben auch mehr Stand, ein wichtiges Thema. Neben den vielen klaren Tönen, also neben Schwarz-Weiß und Metallics, denke ich auch, dass pastellige Nuancen eine wichtige Bedeutung haben. Pastellige Nuancen, alles was sich um das Thema Rosé, roséstichige Nuancen mit Grau- und Beige-Einflüssen bewegt. Und bei den Herren darf es nach wie vor etwas Farbe sein. Hier ist sicherlich der Sneaker ein ganz, ganz beliebter Schuh. Viele Einflüsse kommen hier aus dem Running- und Jogging-Bereich. Und für die Herren nicht zu vergessen der Loafer, der stilecht ganz im Stil des italienischen Gigolo barfuß getragen wird.